Das meinst du nicht ernst? Du wirst dich nicht übergeben. Aber ja, nur für den Fall. Danke. Und dann hat Emma meine Hand genommen, ihre Finger mit meinen verschränkt und meinen Handrücken geküsst. Genauso wie ich bei ihr an dem Tag, an dem Melanie gestorben ist. Ich habe gesehen, dass Kate uns beobachtet hat, aber sie hat nichts gesagt. Die ganze Beerdigung hat nicht länger als eine halbe Stunde gedauert. Weil ich ja davor noch nie bei Anna war, weiß ich natürlich nicht, wie gut diese Beerdigung war, aber ich fand sie schön. Der einzig wirklich schlimme Moment war, als der Sarg auf einem Fließband raustransportiert worden ist und dazu Fly Me to the Moon lief und alle, die nicht sowieso schon geweint haben, in Tränen ausgebrochen sind, während wir Melanie nachgeschaut haben. Dann ist hinter ihr der Vorhang zugegangen und der Typ, der die Beerdigung geleitet hat, war so: Okay, die Show ist vorbei, alle raus. Wir durften nicht einfach sitzen bleiben und erstmal verarbeiten, was gerade passiert ist, weil die nächste Trauergesellschaft schon vor der Tür gewartet hat. Ich komme einfach nicht über die Tatsache hinweg, dass Melanies ganzes Leben in weniger als einer halben Stunde abgehandelt worden ist. Stell dir das mal vor, du lebst 86 Jahre lang, dann stirbst du und irgendein Fremder fasst nur kurz die Highlights zusammen, bevor er deine Familie und Freunde sanft, aber bestimmt aus der Kapelle schmeißt, weil er 5 Minuten später genau das Gleiche für einen anderen toten Menschen machen muss. Ich meine das voll ernst. Ich glaube, sich emotional distanzieren zu können, ist echt die mächtigste Superkraft unserer Zeit. Nach der Beerdigung sind wir alle in Bills Segelclub gegangen, für Designer-Kanapés und Drinks. Aber Bill hat nicht mehr gesagt als: Danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Letzte Woche um diese Zeit hat er eine echt witzige Rede über das Star-Wars-Poster gehalten. Samstag, 16. Juni. Hashtag Pat. Ich weiß, Pat ist die ätzendste Person, die jemals gelebt hat. Aber wie sich herausgestellt hat, kann sie echt gut mit Krisen umgehen.